getan? Ich hab sie da unten zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Jerry, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yodel ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller sein. Können sie uns hinbringen? Das kann er. Ja, das ist jetzt natürlich ganz schön hart für Jerry, der jetzt gerade Jess zurückgelassen hat und wir wissen ja wirklich nicht, was mit denen passiert ist. Die standen ja vor der verschlossenen Tür und kamen einfach nicht weiter, von daher sieht's ganz schön kritisch aus, muss ich sagen. Und jetzt hat sich unsere Gruppe also erneut getrennt, aber in einer ganz interessanten Konstellation, finde ich, niemand zusammen mit Jerry oben. Und Jess ist mit Dr. Sorkin und mit Billy zusammen. Ich weiß nicht, also Nima und Jerry, na gut, das geht ja noch. Die halten sicherlich zusammen jetzt hier zu zweit. Aber, naja, Jess ist schon ganz schön gearscht, muss ich sagen. Also einerseits mit Billy, der ja psychisch ganz schön labil jetzt ist, auch wenn er da an der einen Stelle jetzt gerade mal mit Nima ein bisschen flachsen konnte noch. Und andererseits mit Dr. Sorkin, die für Billy ja jetzt, naja, das personifizierte Böse irgendwo ist und die ihrerseits dann auch ein bisschen merkwürdig ist, das könnte ganz schön Feuer geben in der Gruppe. Ansonsten sind wir jetzt natürlich aber erstmal hier und sind in Sicherheit offenbar erstmal vor diesen komischen Weißaugen und darüber sollten wir ganz froh sein, denke ich, und deswegen würde ich sagen, gibt's jetzt erstmal etwas Gequatsche. Sorkin hat die Entsalzungsanlage erwähnt. Die müsste doch am Meer sein, oder? Jerry, die ganze Insel ist nah am Meer. Stimmt, aber wir pumpen aus einer Lagune Meerwasser rein. Die Meeresausstellung muss in der Nähe des Wasserwerkes sein. Lagune? Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Es war ein sehr schöner Einwand von Nima. Lago de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Injin hat so viel verändert. Und nun werden wir etwas mehr über Nimas Vergangenheit erfahren und ihre Beweggründe, was sie hier eigentlich macht. Nima, diese Insel, sie ist was Besonderes, oder? Für Sie, meine ich. Ja, sie bedeutet mir sehr viel. Erzählen Sie. Ich bin hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster. Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Injin die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie, sie ist ein Teil von mir. Aber als Injin auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Injin ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknöpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Injin-Leuten nicht zu simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Mein Vater war ein Ava, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Nima! Kleiner Fisch! Kleiner Fisch! Schwimm nicht so weit! Draußen kann ich dich nicht fangen! Als Injin kam und wir nach Costa Rica ziehen sollten, wurde ich sehr wütend auf meinen Vater. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört. Aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wieder Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig.
immer an meine Sturheit erinnert. Dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita. Ich werde sie bald nicht mehr besitzen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, smuggeln Drogen. Das schlimmer. Manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Jetzt bin ich der Angler. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war, und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Mima, schauen Sie... Was denn? Okay, ich wollte Sie jetzt bewusst quatschen lassen, reden lassen über Ihre Vergangenheit und Sie nicht unterbrechen, weil ich nicht wusste, ob Sie dann weiterredet, und ich wollte natürlich, dass diese ganzen Beweggründe von Mima, dass sie das jetzt alles mal offenlegt. Ich hätte natürlich vielleicht anklicken können, was ist ein Siba, weil man das jetzt natürlich nicht weiß, aber ich nehme mal an, wenn es ein Geistheiler ist, dann wird das wohl so eine Art Schamane sein hier im kostarikanischen Raum. Gut, und nachdem wir jetzt niemals Beweggründe gehört haben, dann verstehen wir natürlich auch, warum sie unbedingt diese Barbasol-Dose da besorgen will. Einerseits als aus Rache an Injin, weil Injin die Insel aufgekauft hat und einfach benutzt hat für diesen Vergnügungspark, wodurch die Einheimischen einfach vertrieben wurden und ihre Heimat beraubt wurden. Und andererseits, um an Geld zu kommen, um ihre Tochter Savannah da irgendwie rausholen zu können aus den Slums, damit sie eben nicht auf der Straße endet und dann vielleicht als Hure endet oder als was auch immer man endet, wenn man halt als junges Mädchen kein Geld hat und auf der Straße lebt. Es tut mir leid, was Injin aus ihrer Insel gemacht hat. Das alles hätte ganz anders ablaufen müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Jerry. Sie sind ein guter Mann. Das sehe ich. Aber mein Gehalt wird von Injin bezahlt. Ich schulde Ihnen was. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgerüstet? Ach, ich hätte gern noch weiter geredet. Aber ich will einfach nur Jazz finden. Gut. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus den Dinosauriern die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den vierten von 7 Aussichtspunkten der Tour. Ihr Jurassic Park Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten. Der Wagen, der einst den T-Rex davon scheuchte. Oder lockte. Nächster Halt, Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Na, so ein Glück. Sieh sich einer das an. Die Meeresausstellung. Oder die Entsalzungsanlage, besser gesagt. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Oder das. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Okay, was haben wir denn hier zum Angucken? Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern Sie damit? Keine. Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexperte? Ich kann höchstens raten. Orcas sind keine Fische. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Ich habe es gehört.
Raptoren. Alles okay. Puh. Dad! Yes, Gott sei Dank. Und da sind sie schon wieder vereint. Das ging schneller als gedacht. Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhält, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Oha. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio, das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher, das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment, was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde, dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt, holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Tja... Tja, an dieser Stelle, Entschuldigung mal kurz, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ich nehme aber an schon, ich habe gerade ein SMS gekriegt mittendrin, tut mir leid. Ansonsten, ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die beiden Gruppen so schnell wieder zusammengeführt wurden, weil man das Potenzial doch hätte nutzen können, das in dieser etwas kritischeren Gruppe um Yoda, Jess und Dr. Sorkin entstanden ist oder was sich da hätte zusammenbrauen können. Und jetzt, da Billy verraten hat, was mit der Insel passieren soll, wird's nicht unbedingt besser zwischen den beteiligten Parteien hier. Ich meine, den Hardings kann's eigentlich egal sein, aber Dr. Sorkin will ihre Viecher retten und tickt deswegen jetzt garantiert auch noch aus und Nima will natürlich ihre Insel erhalten. Und ich glaube nicht, dass Yoda sich damit jetzt unbedingt beliebt gemacht hat und dass damit jetzt unbedingt Vertrauen innerhalb der Gruppe aufgebaut wurde. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Oh nein, bitte nicht. Ich kann mir solche Erdzeitalter nicht merken. Ach Gott, ich weiß schon, worauf das hinauslaufen wird. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Ja. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Moräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll, klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Warum zur Hölle sollte man im Jurassic Park Wale halten? Ja, nee, ich meinte mit dem hier, ich weiß schon, worauf das hinausläuft, weil ich... meine mich erinnern zu können, dass wir das noch brauchen. Paläozoikum, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon und das letzte halt. Was auch immer das ist, kann ich gerade nicht lesen. Okay, mal schauen, ob ich mir das merken kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch gerade zu faul, mir das aufzuschreiben, wenn ich ehrlich bin. So, haben wir jetzt beides schon angeschaut hier? Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna.
Was genau gibt's an Fauna zu lachen jetzt gerade? Verstehe ich nicht. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Okay, das mit dem Fauna war gerade ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung, was Jess sich da gedacht hat. Aber ich nehme an, das sollte irgend so ein primitiver Wortwitz sein. So nach dem Motto Meeresbusen, Busen oder so. Keine Ahnung. Gut, schauen wir mal, was wir so reden können. Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen? Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Warum gibt es hier ein Aquarium? Kann man überhaupt Urzeitfische klonen? Soweit ich weiß nicht. Amphibische Mücken gab es, glaube ich, nicht. Hä? Weißt du noch, dass auf der Tour erklärt wurde, dass wir unsere Dino-DNS aus Mückenfossilien gewonnen haben? Mücken können keine Tiere stechen, die unter Wasser leben. Oh, stimmt. Guter Punkt. Ich will das alles nicht mehr, Dad. Können wir nicht einfach hier auf ein anderes Rettungsteam warten? Das machen wir, aber zuerst müssen wir dieses andere Rettungsteam rufen. Und wenn das genauso schief läuft wie mit dem ersten? Hey, sieh mich an. Wir schaffen das schon. Was sage ich immer über das halb volle oder halb leere Glas Wasser? Hey, ich habe ein Bier bestellt. Das ist mein Mädchen. Ja, genau. Ihr seid merkwürdig. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich. Das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich früher. So, haben wir mal klärende Worte hier gehabt. Okay, ansonsten gibt es jetzt nichts mehr zu reden hier. Dann wechseln wir mal zu... Was können wir... Ach, wir können hier die Tür angucken und ansonsten zu Yoda gehen. Dann gehen wir mal zu Yoda erstmal. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, du das. Okay. Auskunft. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Okay, was haben wir denn da Schönes? Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Was? Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Was? Wie? Aber ich wusste, dass das kommt. Es kotzt mich an, jetzt schon. Wir gucken uns erstmal... Och nein... Ach kommt, das ist doch nicht euer Ernst. Lasst mich mal zurückgehen hier. Ich will das jetzt gerade nicht unbedingt. Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. Immer noch ein bisschen Humor behalten. Okay, ich habe jetzt gerade Permien, Silurien und Devonien? Was? Ich glaube nicht, dass die so heißen im Deutschen. Nochmal kurz hier. Ich will nicht hier drin sein, ich will zurück. Lasst mich doch mal... Ach Mensch. Klick halt irgendwas an. Devon. Nach Devonshire benannt. Vielleicht. Nee, nimm nicht ich Devon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mal kurz. So, wir gucken nochmal, was sollen wir jetzt... Freitag ist doch besetzt hier. Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten. Wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Ach nee, Freitag ist doch nicht besetzt. Och, ich kann mir das ja gar nicht so schnell merken, Mensch. Was haben wir denn... Verzeihung, ich muss jetzt nochmal anklicken. Oh, wie ging doch gleich der Merkspruch? Carbon... Kamele ohne Paläozoikum... Komisch oder so ähnlich. Cambrium oder Lithium. Zwischen Carbon und Paläozoikum war das jetzt, ne? Gut, dann wechseln wir nochmal kurz. So, und gucken nochmal. Darf ich? Paläozoikum, Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Carbon, Perm. Hä? Ich glaube, ich bin gerade zu... Ich... Hä? Ich... Warte mal. Ich merke mir mal kurz die Anfangsbuchstaben.
PKO? SDKP. PKO, SDKB, P. PKO, SDKP. Keine Ahnung, ob mir das was nützt, da muss ich mir nicht die ganzen Namen merken. PKO, SDKP. Ich geh mal rüber zum Infostand, okay? Ich könnte mir natürlich auch einfach mal einen Zettel nehmen, aber ich bin gerade ehrlich gesagt zu faul dazu. PKO, SDKP. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Oh Gott! Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Ich mache mal eine ganz kurze Pause und hole mir mal einen Zettel, damit ich mir das aufschreiben kann und dann lösen wir das gleich wieder, okay? So, Sekunde bitte.